Ich wollte kurz nachfragen, wie es denn aussieht mit dem Feld, was wir besprochen hatten, mit dem Abernten. Ich bin gerade mit meinem Aushelfer dran. Mein Erntehelfer, der im Moment da ist, fährt gerade mit dem Drescher rum. Dann würde ich, ich habe jetzt nicht den größten Anhänger der Welt, aber ich würde auf alle Fälle mit dem vorbeikommen und dann kann ich das wegfahren, ist kein Problem. Ja, so ein Hofhelfer wäre es schon mittlerweile, ne? Mit so viel Arbeit, weil der könnte jetzt, auch mähen, der könnte schwaden, der könnte, achso, warte mal, jetzt habe ich aber kein Gerät mehr. Ja, das wäre eben die Frage gewesen. Also man könnte das natürlich jetzt auch lose machen. Ich weiß nicht, was jetzt preisgünstiger wäre, jetzt ein größerer Ladewagen. Weil ich glaube, wir haben darüber gesprochen und sie haben gesagt, vom Preis her ist das ziemlich gleich. Ja, weil die Quaderbeinpresse relativ teuer ist. Ja, genau. Ansonsten könnte ich ihnen anbieten, mit dem Ron einmal zu sprechen, ob sie den Ladewagen nochmal ausleihen können. Vielleicht auch zum Probieren. Ja. Oder wenn sie sagen, nein, ich brauche einen selber, muss sein, kann ich sonst versuchen, wenn es ihnen reicht, 34.000 Liter, 80.000 Euro, den Bergmann zu bestellen. Schon einen schönen Traktor, ne? Alter Schäde. Das ist aber ein riesiges Rohr. Guten Tag! Hallo, guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin nur ein Aushilfsfahrer. Ich helfe beim LU kurz aus. Achso. Ich bin hier von nebenan. Von nebenan? Ja, nächste Ortschaft. Ach, sind Sie auch Landwirt? Nein, ich war früher Landwirt. Gehört. Ach so. Und helfe jetzt mal hier, mal da. Also suchen Sie momentan, genau. Also haben Sie nichts Fixes momentan, oder wie? Nein, momentan nicht. Okay. Das LU braucht jetzt hier momentan händeringend Helfer, deshalb. Okay. Wie war Ihr Name nochmal? Ich habe gerade vorher nicht gehört. Ah, der Herr Schneider. Der Herr Schneider, stimmt, der Herr Schneider. Schneider. Wer sind Sie? Wiesenberger, Werner Wiesenberger. Ah, Ihnen gehört das Feld hier. Noch nicht, aber ja, auf dem Weg dorthin, okay. Bin ich. Also, okay. Es ist für den Bürgermeister, muss ich hier eine Kleinigkeit machen. Und da ich leider nicht im Besitz von dem Drescher bin. Und generell momentan sehr viele Fragen an mich selber werfe, wie ich brauche einen Hofhelfer und ich muss das und das machen. Ich habe gerade vorher einen neuen Traktor geliefert bekommen, also okay. Momentan wächst alles so ein bisschen um mich herum. Deutz, ein schönes Fahrzeug. Ja, ich habe tatsächlich, also der Händler hat mir eine Nummer gesagt, ich hatte mir Preis gesagt und ich habe gesagt, gut, nehmen wir. Dass er jetzt so cool aussieht, habe ich mir auch nicht gedacht, aber... Die erste Ausfahrt heute? Das ist die erste Ausfahrt, also das ist jetzt erster Feldboden, den der für den Reifen hat, ne? Oho. Schönes Fahrzeug. Ja, ja, jetzt muss ich eben noch gucken. Mein Ziel ist so ein bisschen, dass ich unabhängig werde von allem. Also ich habe nichts gegen die anderen, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich bin gerne so eine Art Selbstversorger, wissen Sie. Ich versuche gerne alles, was ich für meine Tiere brauche. Ich habe sehr viele Pferde zu versorgen. Und da bin ich eben... Ja, ich hab die Pferdekoppel oben übernommen. Das Pferdegestüt. Das neue Gestüt oben. Ja, ja. Ja, genau, das habe ich übernommen und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Aufbau. Es läuft schon ganz gut, aber jetzt muss ich, gerade habe ich ein paar Maschinen wieder verkauft und das Zeug, was ich brauche, habe ich jetzt gekauft. Und jetzt muss ich noch jemanden finden, der sich ein bisschen mit Pferdesilage auskennt, weil da habe ich noch ein bisschen Probleme mit. Haben Sie irgendwie einen Tipp bekommen? Ich habe schon wirklich... Ich habe früher mal Pferdesilage gemacht. Ehrlich? Ist zwar schon 10 Jahre her, aber... Also ich habe jetzt mindestens schon 4-5 Leute gefragt und die haben alle gesagt, nö, wissen sie nicht. Keine Ahnung. Ich habe mal vor 10 Jahren circa Pferdesilage hergestellt. So richtig selber oder haben sie das nur irgendwo in Auftrag gegeben? Nein, ich habe es selber hergestellt. Ist das schwierig? Als ich mit der Landwirtschaft aufgehört habe, habe ich dann auch ein paar Maschinen gehabt. Aha. Ein Fahrzeug steht noch zu Hause, der Rest wurde verkauft. Und genau. Und war dann der Aufwand nicht wert und der Grund nicht da und dann zu pachten oder zu kaufen ist auch nicht gut. Und ist das schwierig herzustellen? Ja, ich meine, man plaudert ja nicht aus dem Nähkästchen.
Ach, die Geschichte wieder. Das habe ich auch schon von meinem Schlager gehört. Da habe ich diese Lascheballen immer gekauft. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass er mir das nicht sagen will, weil dann ist sein Geschäft kaputt. Ja, klar. Ich wollte eben nur mal ungefähr wissen, ist es für einen Normalsterblichen nötig, das zu machen? Weil irgendwie hört sich das anders, wie man da riesengroße Industrieanlagen für brauchen würde, aber... Nein, nein, das ist, also es ist definitiv machbar, wenn man ein bisschen die Maschinen hat und einen Grund dazu, dann ist es definitiv machbar. Was brauche ich da für eine Maschine? Also ich will jetzt nicht genau die Bezeichnung wissen, nur ungefähr. Brauche ich da jetzt eine, weiß ich nicht, eine Maschine, die 500.000 Euro kostet, oder ist das einfach nur eine kleine Maschine, die erschwinglich ist? Naja, wie Sie sagen, Ballen. Sie machen ja Ballen, also brauchen Sie jetzt eine Ballenpresse. Das ist nicht gut. Das ist definitiv, um Ballen herzustellen, benötigt man die Ballenmaschine. Aber kann man... Presse. Okay, aber... Ach so, ich verstehe Sie. Ach, das ist auch der Grund, warum so eine Folie rum war, ne? Das war keine Transportsicherung. Nein, nein, das ist keine Transportsicherung. Das ist, dass die... Wie wenn Sie ein Fahrsilo abdecken, ein Hofsilo. Dass das gärt. So. Das heißt, das heißt aber, dass ich die auch nicht sofort verwenden kann, sondern dass die ein bisschen stehen bleiben müssen, weil das ist ein Gärvorgang. Richtig, das ist ein Gärprozess und die müssen erstmal gären in der Folie drin. Ach also, du Heilige. Machen wie Heu, dann direkt verfüttern, ist nicht. Das geht nicht. Nein, ist das braucht ein bisschen Zeit. Ist das dann eine spezielle Sorte von Gras, diese Pferdesilage, oder ist das normales Gras? Nein, das ist spezielles Gras. Ach, das auch noch. Das ist ja eine Wissenschaft, da muss ich ja fast einen Doktor gemacht haben, damit ich damit ja auskenne. Ja, so schlimm ist es auch nicht, aber ja. Aber Sie haben gesagt, Sie haben das mal gemacht? Ich habe das mal gemacht, ja. Ich habe das mal nebenbei so ein bisschen angefangen, weil die Nachfrage da war. Ja. Aber dann ist eben der Herr Lübcke eingestiegen. Okay. Und ja, dem Herrn Lübcke die Sachen zu verkaufen... Sie wissen selber dann, was Sie bezahlen für die Ballen, wenn ich die dann produziere. Dann muss ich sie so günstig abgeben, dass es sich nicht rechnet. Ich verstehe. Ich habe da, wie gesagt, ich habe da schon ein paar Ballen mal gekauft bei meinem Schlager. Und die waren halt echt teuer, ne? Also das muss ich so sagen. Die waren echt, natürlich kostet das was. Jetzt weiß ich auch warum. Ich habe gedacht, dieses weiße Zeug ist eine Transportsicherung. Nein, das ist natürlich mit dem Gärprozess ist schon etwas aufwendiger herzustellen. Okay. Haben Sie eine Telefonnummer? Ja, ich gebe Ihnen hier meine Visitenkarte. Ah, danke schön. Klausi Schneider? Ja. Sie heißen echt Klausi? Ich heiße Klausi, ja. So wollten es meine Eltern. Weil Klausi ist ja nur so, wenn man 2,5 Promille drin hat, ne? Dann sagt man Klausi. Sie heißen wirklich Klausi? Nein. Ich wurde Klausi getauft, das steht im Ausweis. Ich habe es gerade gelesen, da habe ich mir gedacht, hä? Also Klausi, okay. Ja, ich will jetzt auch nicht unfreundlich sein, aber wir müssen schauen, dass wir das Feld hier runterbringen. Ah ja, da war was, stimmt, haben Sie recht. Ich rufe Sie auf alle Fälle an, wenn ich darf. Ich kann ja, wenn jetzt die Arbeit beim LU ein bisschen weniger wird, mal vorbeikommen. Ja, gerne. Wie da ja können gesagt, wir uns gerne mal unterhalten. Ich bin ja nicht an Herrn irgendwo gebunden. Mhm. Wenn ich jetzt zum LU sage, ich habe jetzt einen halben Tag was anderes, geht das dir auch nichts an. Ja, ich gebe Ihnen mal eine Karte von mir, bitteschön. Hier, ja, Werner Wiesenberger, hallo. Telefonnummer ist hinten drauf. Rufen Sie mich gerne mal an, wenn Sie Zeit haben. Ich bin da sehr an Informationen und anderen Dingen interessiert. Ja, das sind mehrere, weil es eben ein bisschen schwierig ist herzustellen. Es ist aber machbar. Aber ja, es weiß nicht jeder. Ja, also es ist halt so, ich habe halt nur die Obhut über diese Pferde, die gehören ja nicht mir. Und ich will denen halt wirklich qualitativ hochwertiges Futter geben. Und ja, ich habe einfach Angst, wenn ich da selber was irgendwie zusammenmische, dann ja, muss der Tierarzt kommen, wissen Sie? Ja, einfach mal hier ein bisschen und da ein bisschen zusammenmischen. Man muss schon wissen, wie. Das ah, Mann. Und okay. Pferde sind jetzt auch nicht gerade... die kosten nicht gerade so viel wie Meerschweinchen. Das ist halt das. Ist ein bisschen teuer. Deswegen bin ich da ein bisschen auf fremdes Wissen angewiesen gewesen von meinem Schlager, weil der weiß, wie das geht. Also, er kauft sie auch nur zu, hat er mir gesagt. Aber, ja. Nee, machen wir so. Dann machen Sie gerne mal weiter hier. Wir könnten schon lang fertig sein. Ich weiß nicht, ob ich gleich nochmal los muss. Und wenn ich los muss, lasse ich den Anhänger hier, ne? Ja, wenn Sie ihn hier an die Seite stellen, ist das kein Problem. Okay, gut. Wir hören voneinander. Ich freue mich. Ja, danke. Danke, danke. Schönen Tag. Ciao. Gucke an. Unverhofft kommt oft, ne? Meine Güte.
Das ist jemand, der sich mit der Pferdesilage auskennt. Und er kann noch, Drescher fahren, wie ich gerade sehe. Oder macht er gerade seinen Fehler weg? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich mag auch diese Menschen, ne, die nicht sagen, ich hab früher, hier war ich der Beste und der Größte und der Schönste. Und er sagt halt, wie es ist, ne? War nicht mehr, wurde verkauft, zack, ist so, wie es ist und fertig. Ich mag solche Menschen. Ich finde auch Klausi ehrlich einen geilen Namen, ne? Also muss ich ja... Der Klausi? Jeder kennt einen Klausi. Aber wie gesagt, nur mit 2 Promille und im Schuckelmodus. Okay, was habe ich jetzt hier gesehen? Moment. Hier mal raufgehen. Ach nee. Ich hätte einfach mal in den Anhänger gucken müssen. Da wäre eine Ballengabel und ein Ballenspieß gelegen. Oh nein. Und jetzt habe ich das Ding gekauft. Ach, Werner. Werner, du musst einfach mal besser gucken. Ja, ich muss das Zeug wegbringen. Ich kann jetzt nicht den Weizen drauf. Oder? Kann ich das? Nee. Ah, ist das jetzt ärgerlich. Meine Güte, ist das ärgerlich. Ah, es ist blöd einfach. Das ist wirklich unangenehm. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Na, ich fahre nochmal schnell nach Hause. Im schlimmsten Fall muss er kurz warten. Das ist jetzt... Ich bin gerade froh, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, der mir da ein bisschen helfen kann, vielleicht. Mit der Pferdesilage. Aber jetzt kann ich mir gerade selber in den Hintern beißen, dass ich das nicht gesehen habe, dass da hinten noch 2 Geräte drin sind, ne? Aber ich habe auch nie in den Anhänger reingeguckt. Niemals habe ich das gemacht. Ach, das ist jetzt wieder... Oh nein. Okay, das heißt, je schneller ich bin, desto weniger fällt's auf. Oh, mein Telefon klingelt. Hallo, Wiesenberger. Einen wunderschönen guten Tag, Werner, grüß dich, Uwe hier, hi. Uwe, hallo, grüß dich, was kann ich für dich tun? So, Werner, ich brauche tatsächlich deine Hilfe oder ich baue auf deine Hilfe. Ich habe aus einer abgebrannten Scheune gerade ein paar Kühe geliefert bekommen, die ich bei mir unterstelle, weil mein Stall frei ist. Aber ich habe kein Strom mehr. Ich habe letztes Mal ja bei dir gesehen oder du hast auch gesagt, dass du viele von Ron bekommen hast, so viele Ballen. Genau. Besteht wohl die Möglichkeit, dass ich da so 3 bis 5 für einen günstigen Preis von dir erwerben kann? Ja, absolut. Gar kein Problem. Okay. Ich habe die für lau bekommen von Ron. Ich gebe sie natürlich für lau weiter. Achso, ja, noch besser. Also ich brauche halt nur so ein bisschen Einstreu, weil ich habe das letzte gerade in die Schweine geschmissen und die sollen natürlich sich jetzt nicht die Füßchen vertreten, ne? Ja. Ja, soll ich dir was rumbringen? Ich hätte jetzt nicht gefragt, ob du so freundlich wärst. Wenn du das anbietest, sehr gerne. Ansonsten komm gern auch ich vorbei. Nö, wenn ich sage, ich habe zeitweise übertrieben, aber ich bring das hin. Okay, das wäre super, super lieb. Okay, ich brauche ein paar Minuten. Ich muss gerade nochmal umsatteln, den Traktor wechseln und dann komme ich rum. Mach das. Ich bin gerade auf dem Feld am Dreschen. Wenn du in der Nähe bist, ruf einfach an, dann komme ich sofort zum Hof. Gut, machen wir so. Dann sehen wir uns gleich. Ich danke dir, bis gleich. Bitte gerne, danke, tschüss. Ciao. Okay, warum mache ich Pläne? Warum mache ich denn Pläne? Das wird doch wieder nichts. Okay, ich muss den Huber anrufen. Der Huber muss doch selber abfahren. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Das heißt, mit dem Fan Ballen aufladen. Oder, nee, ich kann mit dem anderen auch Ballen aufladen. Moment, kann ich nicht hier... Ja, so, naja, ist zwar nicht schön, ich weiß es selber, aber... Das war wieder, Es hätte auch einfach klappen können.
Es hätte einfach klappen können. Gut, dem Problem kümmern wir uns später. Vielleicht fällt sie noch raus, wenn der passende Windzug vorbeikommt. Ich muss telefonieren. Wo ist der Huber? Huber? Herr Huber, Wiesenberger nochmal. Grüße. Servus. Ich habe leider ein Problem. Okay. Ich kann doch nicht abfahren kommen. Okay. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von meinem Bruder. Ich muss dringend Strohballen vorbeibringen für... Wie war das nochmal? Abgebrannte Pferde? Nee, abgebrannten Stall, Kühe. So. Ja, stimmt. Von dem Brand habe ich was gehört. Ja, und der braucht jetzt ganz dringend Ballen und ich will meinen Bruder da nicht hängen lassen. Haben Sie noch jemanden frei, der einen Abfahrgespann dahin bringen kann, zum Wegbringen? Ich bin gerade schon wieder unterwegs. Ich habe umgespannt auf meinen Unimog. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Okay. ja, tut mir leid, das ist nicht meine Art, aber wenn sowas ist, dann... Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Okay, super. Das wollte ich wollte nur wissen lassen, nicht, dass der jetzt am Feld steht und sagt, kann ich weiterarbeiten, weil, naja. Ich bin schon fast wieder da. Kein Problem. Okay, super. Gut, das war's schon. Danke, Uwe. Alles klar. Danke, tschüss. So, das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte eigentlich das ankuppeln. Ach so, nee. Weißt, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht, weil ich kann mir den Avant zum Aufladen. Stimmt. Lad mit dem Avant auf. Und kann dann die weitere Folge... Ja, so machen wir es nämlich. Da fahre ich mit dem Frontlader hoch. Weil ich weiß nicht, ob der Uwe einen Frontlader hat. Nee, darauf gehen wir nicht ein. Ich mache das auf Nummer sicher. Ich nehme den Fan mit. Ich hätte zwar jetzt gerne den Deutz gefahren, bin ich ehrlich. Aber muss ja nicht sein. So, noch Mühe. Ah, passt. Wenn es klick und klastet, dann sind wir drin. Kabeleur ist ran. Haben wir Saft drauf? Saft haben wir drauf. Perfekt. Muss mal abnehmen hier. Ich passe nicht mehr durch die... Ah, so. Gut, dann packen wir da ein paar rauf. Nicht allzu, ne? Also... So, und dann mit dem Avant aufladen. Zwei hoch. Sechs Stück drauf oder acht oder zehn. Oder ist doch egal, wir haben so viel Ballen. Also daran würde es nicht scheitern. Weil ich will da schon, also wenn das sowas ist und wenn ich da zum Handkuss kommen kann, das ist das gleiche wie beim Bürgermeister, ne? Wenn mich mal fragt und ich sage ja, dann muss ich es auch halten. Das geht halt nicht anders. So. Guck mal, wie wir das am dümmsten machen hier. Bestens so leicht quer hinstellen, würde ich jetzt mal so sagen. Jo, das passt. So, dann holen wir mal den Avant. Eigentlich könnte ich hier einen Strand aufmachen, ne? Schön die Füße in den Sand halten können die Leute hier oben bei mir auch.